Zehntausende VW-Arbeiter in Deutschland bangen um ihre Arbeitsplätze, während in der Schweiz tausende Stellen bei der Credit Suisse verschwinden, so der Journalist Frank A. Meyer. Meyer macht das Missmanagement in beiden Unternehmen für die Misere verantwortlich und übt scharfe Kritik an der moralisch entkoppelten Managerklasse. Der Auslöser für Meyers Kritik ist das selbstsichere Verhandeln der VW-Manager trotz der Krise sowie das Verschwinden der CS-Manager mit hohen Gehältern und Boni. Diese Diskrepanz zwischen der Krisensituation und dem Verhalten der Führungskräfte brachte Meyer dazu, den moralischen Verfall im Management anzusprechen. Der Journalist fordert, dass die Politik den Kapitalismus durch Gesetze und Regeln moralisch untermauere. Die Schweizer Finanzaufsicht verlangt bereits Sanktionen für fehlbare Banken und Banker. Als Vorbilder für einen verantwortungsvollen Kapitalismus sieht Meyer tausende von mittelständischen Unternehmern. Er appelliert an die Politik, sicherzustellen, dass Manager für ihr Handeln zur Verantwortung gezogen würden.